So, mir wurde gesagt, ich soll laut und deutlich sprechen. Das ist eigentlich nicht mein Problem. Mein Problem ist in der Regel, dass ich etwas zu lang spreche. Deswegen hast du mir dankenswerterweise eine Stunde eingeräumt diesmal. Das ist ein gewisses Risiko, ne? Aber ich denke, ich verspreche diesmal nicht zu überziehen. Bei anderen Konferenzen kriege ich mittlerweile so eine überdimensionierte Eieruhr, damit ich auch wirklich zu dem Zeitpunkt stoppe. Aber Thomas, ich verspreche dir diesmal, werde ich den Zeitplan ernsthaft mich bemühen, zumindest das einzuhalten. Ein weiteres Risiko, mich einzuladen, ist insofern, weil ich ja letztes Jahr schon die Keynote hier gemacht habe. Und die Frage ist natürlich, was eigentlich Neues passiert in der Zeit und worüber kann man berichten, womit man jetzt irgendwie sinnvoll eine Stunde füllen kann, ohne den Saal hier zu langweilen. Ich habe mir zwei Sachen eigentlich vorgenommen. Ich wollte noch mal ein bisschen auf das gucken, was ich letztes Jahr erzählt habe und zu schauen, was ist da eigentlich passiert? Gibt es irgendein Update? Und dann auch noch mal das, was Thomas auch angesprochen hat, noch mal eine Ecke weiter zu gucken. Was gibt es da eigentlich gerade für eine Entwicklung? Oder was heißt das eigentlich auf übergeordneter Ebene? Und was heißt das für Advertiser und Publisher? Also noch mal vielleicht einen Blick in die Glaskugel zu werfen, zu sagen, wo geht das eigentlich alles hin? Was heißt das eigentlich für mich jetzt derzeit, um mich in dem Ökosystem hier vernünftig aufzustellen und wie muss ich mich vielleicht auch jetzt schon wappnen, um damit vernünftig umzugehen. Vielleicht dann noch mal ein Hinweis, ich habe, nachdem ich das letztes Jahr gemacht habe, eine Reihe von Zuschriften und auch Telefonaten bekommen, was ich irgendwie, ich hätte das übersehen und das wäre falsch und auf Minute 7, das wäre so nicht korrekt und so weiter. Das stimmt, deswegen habe ich hier hingeschrieben, es ist ein sehr subjektives Update, weil ich glaube, was alles hier in dieser Branche passiert oder in diesem Bereich gerade passiert, ist immer noch eine sehr frühe Phase. Die Informationsquellen, die man hat, um sich ein Bild zu machen, sind immer noch sehr fragmentiert. Denn wo kriegt man die Infos her? Also ich weiß nicht, wie es euch geht oder wie es Ihnen geht. Ich spreche einfach mit anderen Advertisern, ich spreche mit Tool-Providern und versuche mir einen Eindruck davon zu machen, wo steht das eigentlich alles. Aber klar ist, das Set von Leuten, mit dem ich spreche, sind primär andere Performance-Advertiser, also Leute, die ähnliche Probleme haben wie ich oder sich in diesem Bereich bewegen. Für Branding-Advertiser, Trading-Desks, Leute wie WPP und so weiter, mag das alles ganz anders aussehen. Deswegen bitte ich dem etwas nachzusehen, wenn das jetzt nicht alles 100% korrekt ist und in einer Stunde kann man auch nicht alles immer total differenziert darstellen. Und ich versuche natürlich auch ein Stück weit Sachen zu überspitzen und zu vereinfachen, weil sonst ist die Aussage so diffus, dass keiner damit was anfangen kann. Deswegen, also wie gesagt, bitte mir das nachsehen, wenn das nicht alles 100% korrekt ist. Wie kriege ich denn hier die nächste Folie? Wie kann ich hier die... Okay, so geht's auch. So, also, fangen wir mit dem ersten Teil an. Was ist sozusagen das Update zum letzten Jahr? Ihr seht, die Folien sind immer noch nicht hübscher geworden, aber die nächsten Folien, die dann kommen, sind ein bisschen grafischer. Aber wie gesagt, zum Content. Was ist eigentlich das immer noch vordringliche Problem, zumindest jetzt für mich als Performance-Advertiser und eigentlich mit allen anderen Performance-Advertiser, mit denen ich spreche? Es ist eigentlich immer noch so, dass es weiterhin keinen nennenswerten, einfach zugänglichen Datenmarktplatz gibt in Deutschland. Das ist in anderen Ländern sicherlich anders, aber es ist immer hier in Deutschland immer noch nicht so. Ah, okay, super. Es ist immer noch nicht so, dass man sagen kann, da gibt es ein, zwei Stellen, da kann ich Daten kaufen zu vorqualifizierten Preisen, zumindest im nennenswerten Umfang. Es gibt schon einige Anbieter, die das versuchen, aber wenn man mit Advertisern in der Breite spricht, kann man nicht behaupten, dass das schon so wäre. Das Gleiche gilt auch ein Stück weit für die Verfügbarkeit von internen Daten. Eine Reihe von DMP-Anbietern sind mittlerweile in Deutschland hier unterwegs. Exelate ist ja auch hier auf der Konferenz. Ich vermute mal, Blue Sky ist auch hier. IOTA ist sicherlich ein Spieler, der gerade sehr viel Bewegung auch in den Markt reinbringt und versucht, Leute dazu zu bewegen, die Daten, die intern vorhanden sind, in Cookie-Form zur Verfügung zu stellen. Aber es ist immer noch so, dass zwar die Awareness da ist, also eine Reihe von Leuten reden über die Themen, DMP, DSP etc., aber es ist sicherlich noch so, dass in der Breite es auch keinen Marktplatz gibt, wie es jetzt ein Blue Sky in den USA ist, wo man sehr fein segmentierte Daten für B2B, B2C, Performance-Daten, Buying-Intent-Daten, soziodemografische Daten in der strukturierten Form frei zugänglich bekommen kann. Es gibt einige, das ist zumindest jetzt meine Wahrnehmung, einzelne Spieler, insbesondere auch große Agenturen, WPP macht das, gibt es eine eigene Tochter auch, Zaxis, die Daten kaufen für WPP aus den verschiedensten Quellen und versuchen für Advertiser, die ihre Kunden sind, diese zugänglich zu machen. Es gibt auch andere Spieler, die das im Markt machen, größere Performance-Agenturen. Wir machen das auch, ein Rocket macht das auch. Aber das sind alles einzelne Silos,
von Advertisern, die ihre technischen Möglichkeiten nutzen und die die Buying Power nutzen, um Daten in geschlossene Silos einzukaufen, in einer 1-zu-1-Beziehung häufig, und die zu nutzen. Aber das ist genau das Problem. Wir reden hier immer noch häufig von sehr einfachen Nutzungsbeziehungen. Was heißt das? Sehr einfache Nutzungsbeziehungen. Ich markiere jemanden, der bei einem Preisvergleicher sich eine Jeans anschaut, und dann bekommt er ein Werbemittel von Jeans, von Zalando angezeigt. Und das ist die Nutzungsbeziehung. Ein Signal und ein Werbemittel, was korrespondiert dazu. Irgendwelche komplizierten Profile, die erstellt werden, also verschiedenste Daten, die kombiniert werden, WPP wird das sicherlich machen, aus verschiedensten Quellen das zusammenzuziehen. Die meisten Performance-Advertiser, die ich zumindest kenne, arbeiten immer noch mit sehr einfachen Signalen, wenn sie das überhaupt tun. Und das ist sicherlich ein Thema, wo man sagen muss, damit das Thema richtig abhebt, wird man mit diesen silohaften Ansätzen, wo einzelne Advertiser oder einzelne Advertisergruppen die Daten zusammenführen, nicht wahnsinnig weit kommen. Und das andere Thema, was dabei eigentlich fast noch viel problematischer ist, bei diesen Einzelnutzungen, wenn ich jetzt als Advertiser einem Datengeber oder einem Signalgeber die Daten abkaufe, kann der genau einmal diese Daten monetarisieren. Und das ist eigentlich das Riesenproblem. Weil wenn Sie jetzt sprechen mit irgendwelchen Datengebern, derzeit, wo Sie einen Pixel feuern und dann kriegen Sie die Daten in Form eines Cookie-Pools, den Sie aufbauen bei sich zurück, und dann machen Sie über einen DSP Werbung drauf. Das Problem dabei ist ja, wenn der Cookie-Geber oder der Signalgeber seine Daten nur einmal verkauft, ist die Monetarisierung auf diese Daten extrem gering. Gleichzeitig hat man eine hohe datenschutzrechtliche Unsicherheit bei dem ganzen Thema. Nach unserer Überzeugung ist das legal, also man kann Daten von einem Publisher oder irgendeinem anderen Signalgeber einkaufen und die verwerten, indem man da Werbung drauf schaltet, wenn die Datenschutzbestimmungen des Publishers oder Signalgebers entsprechend modifiziert wurden. Aber durch die ganze Diskussion Cookie, European Cookie Directive und so weiter herrscht hohe Unsicherheit. Das heißt, Publisher zu überzeugen, die Daten herzugeben, ist höchst problematisch. Und dazu kommt dann auch nochmal, wenn sie damit noch nicht mal richtig Geld verdienen, kommt das Ganze nicht so richtig in Gang. Das heißt, also die Thematik, die wir letztes Jahr hatten, Publisher sind nicht in dem Maße bereit, oder Datengeber, es müssen ja nicht unbedingt Publisher sein, es können auch theoretisch andere E-Commerce-Shops sein, die Daten zur Verfügung stellen von Nutzern, soziodemografisch oder sonst irgendwas, sind immer noch nicht so in dem Maße bereit, ihre Daten freigebig zur Verfügung zu stellen. Und wenn die Monetarisierung steigen soll, heißt das, dass mehrere Advertiser eigentlich auf die gleichen Datenpunkte bieten sollen. Und solange das noch nicht der Fall ist, wird es hier kaum eine Bewegung geben. Das heißt, was ganz klar ist, und da komme ich auch gleich nochmal zu einem etwas ausführlicheren Ausblick, die Existenz von einfach zugänglichen Datenaggregatoren oder einer relevanten Leuchtturmquelle. Was meine ich damit? Es gibt ja zwei Alternativen, wie das Ganze in Gang kommen kann. Die eine Alternative ist, es gibt einen wirklich hochfrequentierten Marktplatz, wo hunderte von Advertisern, Agenturen und so weiter alle auf die gleichen Daten bieten. Weil das führt dazu, dass ähnlich wie bei AdWords die Preise für die Nutzung dieser Daten sukzessive nach oben gehen, ja, weil unterschiedlichste Leute unterschiedlichen Wert einem bestimmten Datenpunkt beimessen, und dann kommt durch das Auktionsprinzip kommt eine Bewegung in Gang. Die andere Alternative wäre natürlich, wenn jemand sagen würde, wie die Scout-Gruppe oder T-Online oder von mir aus auch die Otto Group: Wir stellen unsere Daten für Dritte zur Verfügung in einer strukturierten Form. Das ist das, was ich mit Leuchtturmquelle meine. Denn wenn jetzt jemand sagt, wie T-Online, ich kann es jetzt nicht so richtig einschätzen, wie viele Leute jetzt bei T-Online, Scout-Gruppe und so weiter, alles zusammengenommen, aber reden wir bestimmt von einer Reichweite von 15, 20, 30 Millionen Nutzern pro Monat. Das heißt, wenn man diese Daten soziodemografisch mit anderen Datenpunkten angereichert zur Verfügung stellen würde, hätte das sicherlich eine ähnliche Wirkung wie ein großer Datenaggregator. Aber ohne das wird das ganze System wahrscheinlich nicht in Gang kommen. Und das Zweite, was eigentlich daran eine ganz spannende Sache ist, und das ist eigentlich auch das, was wir uns sehr intensiv angucken und wo wir auch, sag mal, offen sind für jeden Input auch von dritter Seite, da Unternehmen zu gründen, ist Unternehmen, die diese Lücke füllen und sagen, aus dem, was da ist, generiere ich Profile, auf die Dritte bieten können. Also wer da eine clevere Idee hat, sehr gerne mir eine E-Mail schreiben, sind wir sehr offen für, sowas zu fördern und sowas zu investieren. Ja? Weil das ist eben aus unserer Sicht eine große Chance in diesem Markt, in einem sehr datenarmen Markt wie Deutschland. In den USA ist das sicherlich nicht mehr ganz so die Chance, aber in einem Markt wie Deutschland, wo eben wenig Daten vorhanden sind, wäre die Möglichkeit jetzt zu sagen, das können bestimmte Nischen sein, das können bestimmte Art von Profile sein, Profile zusammenzusammeln und Realtime-Bidding-fähig zu machen und sozusagen einen Teil der Monetarisierung, die durch die Qualität der Daten entsteht, abzuschöpfen als Unternehmen. Aus unserer Sicht eine sehr, sehr große Chance und sicherlich etwas, was auf jeden Fall fehlt. Aber kommen wir gleich nochmal zu, weshalb das auch an einer anderen Stelle Sinn machen würde. Zweites Update.
Was ich letztes Mal gesagt habe, ist, ein wesentliches Problem in diesem Bereich ist immer noch, dass die Transaktionskosten zu hoch sind. Was meine ich damit? Transaktionskosten sind im Prinzip nicht die Kosten der eigentlichen Mediaschaltung, sondern die damit verbundenen Toolkosten, Dateneinkaufskosten und so weiter. Wo ist das Problem? Nur mal ganz kurz nochmal zu wiederholen. Wenn ich für 50 Cent Run-of-Network-Kampagnen buche und das clever targete, kann ich vielleicht, und das rechnet sich für mich, dann kann ich vielleicht sagen, okay, wenn ich gute Daten zugrunde liegen habe, kann ich vielleicht 1 Euro, 1,20 Euro sinnvollerweise an Mediakosten bezahlen. Durch die Performance, durch die Mehrperformance der Datenqualität sozusagen gerechtfertigt. Wenn ich aber alleine 3, 4 Euro an Infrastrukturkosten auf den TKP oben draufrechnen muss, plus Datenkosten, plus DMP etc., wird das System nie in Gang kommen, weil der Uplift, der durch die Daten erzeugt wird, deutlich unterhalb der Transaktionskosten liegt. Das war eigentlich das Problem und das Problem besteht eigentlich immer noch. Ja? Wir sprechen ja mit diversen DMPs, die draußen sind im Markt, wir sprechen mit diversen DSPs und sie haben häufig irgendwie so Aussagen wie, also wenn Sie bei uns DSP haben wollen, dann müssen Sie uns 30.000, 40.000 Euro Monatsvolumen garantieren und ein DMP soll irgendwie 5.000 bis 10.000 Euro kosten. Ja, herzlichen Glückwunsch. Da habe ich alleine 15.000, 20.000 Euro Infrastrukturkosten und das idealerweise noch bei einem Monatsvertrag, der irgendwie 12 Monate läuft. Da habe ich natürlich in dem Bereich Infrastrukturkosten, die so hoch sind, dass sie, sagen wir mal, 95% aller Advertiser schon von vornherein ausschließen. Für eine WPP ist das egal oder für eine Omnicom ist das egal oder für mich ist für eine Rocket ist das auch noch egal, aber für normale Mid-Range-Advertiser ist das prohibitiv. Und ich glaube, da muss man sich auch überlegen als Tool-Anbieter, wie hoch mache ich wirklich diese Hürde, um Leuten die Teilnahme an diesem Ökosystem zu erlauben. Ne? Deswegen habe ich auch mal hingeschrieben, what would Google do? Weil Google stellt nicht umsonst eine Reihe von Tools, die sie für Ökosystem relevant haben, kostenlos zur Verfügung. Oder was machen auch hier unsere Freunde von Visa, Mastercard und Amex? Die passen halt die Marge, die sie nehmen vom Kunden, an die Bezahlmöglichkeiten an. Notebooks billiger wird sicherlich deutlich weniger für seine Kreditkartenrechnung bezahlen, als das ein Bigpoint tut. Aus gutem Grund, weil sozusagen die Zahlmöglichkeit oder die Bezahlbereitschaft und auch der Zahlspielraum von einem Notebooks billiger aufgrund der Marge von Elektronikprodukten deutlich geringer ist, als das bei einer Datingplattform oder bei einem Bigpoint der Fall ist. Ja? So, und ich glaube, das ist etwas, was in der Branche sich noch nicht so richtig durchgesetzt hat, aber bei den Toolanbietern, dass es nur in Gang kommen wird, wenn man wirklich niedrige Einstiegshürden bietet. Und ich glaube, das ist auch eine Chance, die man gerade an einer Reihe von Entwicklungen hier sieht. Und das ist aus meiner Sicht zumindest mal eine neue Entwicklung. Es gibt eine Reihe von Agenturen, die Zugang mittlerweile zu diesen Technologien anbieten, die keine eigene Technologie haben. Die meisten Technologieanbieter in diesem Bereich sind Amerikaner, Turn, AppNexus, Invite und so weiter. Und es gibt eine Reihe von Agenturen, Infectious Media zum Beispiel ist ein Beispiel, die Kollegen hier von D3Con, die auf Basis von einer bestehenden Technologie Zugang dazu anbieten. Entweder in Form eines Service Layers, also wirklich Full Service machen, oder, und das ist glaube ich sozusagen die nächste Lücke, die es hier noch gibt, da gibt es auch ein, zwei Anbieter mittlerweile auch aus Deutschland, die Self-Service Zugang zu DSP oder zu Realtime-Bidding-fähigem Inventory anbieten. Das ist sicherlich auch nochmal eine Chance für neue Unternehmen da reinzugehen, zu sagen, was ist mein Mehrwert? Ich biete einen Zugang zu dieser Technologie zu erträglichen Transaktionskosten. Und wie man an Infectious Media sieht, ist das ein durchaus erfolgreiches Modell. Ja? Der andere Weg ist natürlich, was hier die Kollegen von Mitrigo in Hamburg beschreiten, was wir auch sehr gut finden, eine eigene Technologie nochmal zu bauen, die zum einen deutlich günstiger zugänglich ist, aber zum anderen auch nochmal Mehrwerte anbietet durch bessere Betreuung und durch die zugehörige Optimierungstechnologie, die dahinter liegt. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein wesentlicher Punkt, wenn man sich anschaut, was ist gerade der wesentliche Sales-Pitch von US-Tools, zumindest das ist meine Wahrnehmung, wenn man sich die DSPs dort anguckt, der wesentliche Fokus von US-Tools in diesem Bereich im Verkaufen ist eigentlich immer noch zu sagen, Real-Time-Bidding gibt dir Zugang zu sehr günstigem Inventory und zu spezifischen Audiences. Das sind eigentlich die beiden Sales-Pitches. Die Optimierung einer Kampagne, also diese ganze Optimierungslogik, die man normalerweise manuell machen würde oder auch maschinell, wenn man es könnte, ist bei den meisten DSPs, nach dem, was wir bisher gesehen haben, bisher unterrepräsentiert. Und das ist genau eben die Lücke, wo er in Infectious Media oder auch in D3Con reingehen kann und sagen kann, wir liefern euch Zugang über diese Technologie, aber wir haben eben noch die Mehrwertleistung, dass wir selbst optimieren über eigene Technologie oder eben eine Kampagnenbetreuung übernehmen. Und das ist sicherlich auch noch eine Lücke, wo man reingeht. Und das, daran merkt man auch schon, das wird auch das Transaktionskostenproblem lösen. Das ist genau das gleiche wie bei Zanox. Da hat man auch mal angefangen mit irgendwie 30% Gebühren. Und wenn halt der Mehrwert sinkt und die Leistung immer weniger unique wird, dann sinkt halt der durchschnittliche Gebührensatz, den ein Toolanbieter nehmen kann. Und genau gleiche Entwicklung sieht man jetzt hier auch schon. Und unsere Hoffnung wäre eigentlich,
dass man irgendwann in 2-3 Jahren für irgendwie 5-10% des Buchungsvolumens, also quasi wenn man für 1 Euro TKP was kauft, dass man dann 5-10 Cent nochmal für die Tools oben drauf bezahlt. Das wäre eigentlich ein Satz, wo man sagen kann, dann ist es so transaktionskostenarm, dass sicherlich der Markt in Gang kommt und da sind wir noch eine ganze Ecke von entfernt. Aber wie gesagt, das ist sicherlich eine wesentliche Chance auch noch für Unternehmen, in den Markt reinzugehen und Zugang zu dieser Technologie zu bieten. Vielleicht auch noch mal eine Sache, die dazu passt, jetzt mal eine farbige Folie. Wir haben es auch mal angeguckt und das stützt im Prinzip immer diese These. Die Tools, die man braucht für Data-Driven Display, die sind eigentlich alle da. Ja? Es gibt DSPs, es gibt DMPs und so weiter. Es gibt sicherlich noch Probleme im Service-Level, aber wenn man mal schaut, die Basistools, um in diesem Ökosystem zu bestehen, die sind da. Da ist vielleicht das Know-how noch nicht vorhanden, kommen wir gleich nochmal zu. Der Preis ist vielleicht noch zu hoch, aber im Prinzip ist alles da. Worin spiegelt sich das auch wieder? Wir haben uns mal angeguckt, worin investieren eigentlich US-VCs noch, die EdTech-bezogen investieren. Und das ist eigentlich ganz spannend, wenn man mal guckt, im Jahr 2012, 2013, die Top 15 US-VCs, subjektiv nach unserer Wahrnehmung, woran haben die eigentlich investiert? Ja? Von den 54 Unternehmen, in die da investiert wurde, ist nur noch ein relativ geringer Teil. Also es gibt noch eine Retargeting-Company, die noch Geld bekommen hat letztes Jahr, in einem größeren Umfang. Also wie gesagt, wir reden jetzt nur von Top-VCs in den USA. Das Firma AdRoll hat noch Geld bekommen von Excel. Und dann haben noch 2 Companies im DMP-Bereich in größerem Umfang Geld bekommen. Das andere, AppNexus hat jetzt auch noch mal Geld bekommen und so weiter, aber das sind eigentlich alles Folgefinanzierung in bestehende Tools. Also aus Sicht von US-Investoren, die im EdTech-Bereich spezialisiert sind, die ja relativ weit vorne sind, herrscht die Meinung vor, die Basistools sind da. Worin investieren die gerade? Und das ist eigentlich ganz spannend. Die sehen ein sehr großes Analysedefizit, also der Großteil, in den da gerade investiert wird, auch im Display-Bereich oder im Display-related oder EdTech-related Bereich, ist Analyse, Business Intelligence und lustigerweise ziemlich viel Social Media, wo ich mal gespannt bin, was da eigentlich bei rauskommt. Und relativ viel in die ganzen Infrastruktur-, Cloud-Storage-Themen. Das sind eigentlich alles Themen, die DSP, DMP etc. Tools unterstützen. Aber sozusagen die Kernbasistools aus Sicht von Investoren, damit wird man jetzt heute wahrscheinlich kein Geld mehr kriegen. Ja, zumindest nicht in den USA. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz spannende Sache. Das heißt, also jetzt geht es eigentlich nur noch darum, die Tools sinnvoll zu nutzen und eben schrittweise zu verbessern. Aber das ist zumindest mal die Sichtweise von Leuten, die sich den ganzen Tag damit beschäftigen in den USA. Wir haben eigentlich alles. Jetzt muss es nur noch genutzt werden. Update 3. Was ist eigentlich immer noch das größte Problem? Ich weiß nicht, wie es Ihnen oder euch geht. Unser Problem ist zumindest relativ häufig, wenn wir Tool-Anbieter anrufen, insbesondere in den USA, es ist immer noch sehr schwer für US-Anbieter, vernünftigen Support in Europa zu bieten. Ja, also Google ist da sicherlich eine Ausnahme, weil die sowieso Leute hier vor Ort haben. Aber das ist sicherlich noch eines der größten Probleme, dass ein Accelerate und so weiter, die sind zwar alle hier in irgendeiner Form, Rocket Fuel, aber in der Breite sind sie eigentlich noch nicht in der Lage, viele Advertiser zu unterstützen und manifestieren das eben auch in sehr hohen Mindesthürden. Das ist sicherlich ein, und das ist aber auch der Schritt zum Beispiel, wo jetzt ein Mitrigo sagen kann, da gehe ich rein. Ne? Oder ein IOTA sagen kann, genau in den Bereich gehe ich rein, weil ich im Prinzip dieses Service- oder Support-Defizit auffange. Und das ist eigentlich ganz spannend zu sehen. Und das ist sicherlich auch nochmal was für Leute, die in den Bereich reingehen wollen. Da ist sicherlich noch ein Fenster zu sagen, bis der Support in Europa so gut sein wird, und Deutschland ist ja nochmal relativ weit vorne, wenn Sie mal nach Polen gehen oder mal nach Niederlande gehen oder sonst, da ist es relativ schwer, qualifizierten, muttersprachlichen Support für diese Tools zu bekommen. Und das andere Thema, was man sicherlich in dem Bereich noch hat, der Mangel an erfahrenem Personal, wie eigentlich damit umzugehen ist. Ich weiß nicht, wer von Ihnen mal sowas durchlaufen hat. Wir durchlaufen gerade so eine AppNexus-Schulung über 2-3 Monate. Es ist halt immer noch ein sehr komplizierter Sachverhalt und ich glaube, das wird sich über die Zeit lösen. Aber das Problem Personal ist immer noch eines der Hauptthemen und mangelnder Support. Das andere, was ich letztes Jahr gesagt habe, Performanceverständnis, ist immer noch einer der Hauptprobleme, ob Data-Driven Display sich durchsetzt. Und ich glaube, das hat sich ein Stück weit verbessert. Wieso? Ich glaube, es ist immer noch so, dass noch nicht ganz klar ist, wie sind eigentlich View-Cookies sie bewerten und so weiter. Aber was eigentlich eine sehr positive Entwicklung ist, zumindest aus meiner Sicht, die ganzen Attributions-Display-Performance-Mess-Tools, also IntelliAd, der Kollege Bindel mit Refined Labs oder Ads, ich weiß jetzt gar nicht, wie das Tool heißt, auf jeden Fall eins von beiden ist die Firma, eins ist das Tool, AdClear und so weiter. Also eine ganze Reihe von Firmen versuchen da jetzt gerade
Messbarkeit zu erzeugen. Das ist schon mal sehr schön. Also insofern, wir sind nicht mehr weit entfernt von einer vernünftigen Performance-Messung. Ich glaube, bloß ein Problem herrscht da noch vor. Also auch innerhalb der Otto Group wird viel über Attribution diskutiert und so weiter. Das ist also alles sehr gut. Das Problem, was ich derzeit noch sehe, ist, ich weiß nicht, wer von euch oder Ihnen schon mal so ein Tool benutzt hat. Was derzeit die Kernleistung ist, ist Daten zu erfassen. Also jede Impression mitzumessen, jeden Klick mitzumessen und das alles in eine einheitliche Datenbasis zu überführen. Was derzeit aus unserer Sicht noch ein sehr großes Problem ist und das ist sicherlich auch nochmal eine Lücke für Beratung, Agenturen und oder Toolanbieter, die da rein wollen, aus diesem ganzen Kram hier einen Sinn zu machen. Ne? Weil, sag mal, wenn ich jetzt irgendwie 1 Milliarde Ad-Impressions habe und 20 Millionen Klicks, daraus jetzt einen Sinn zu machen, die zu erfassen, das ist eine Sache, das ist auch schon schwer genug, aber die dann so zu interpretieren, dass ich daraus eine Aktion ableiten kann und Kampagnen besser buchen kann, das ist aus unserer Sicht zumindest mal ein wesentlicher Schritt, der noch fehlt und der auch dann dieses Performance-Verständnis deutlich verbessern würde, weil es eben nicht mehr so ein einheitliches Verständnis ist im Sinne von View-Cookies sind wie mit 10-20% Aufschlag oder Relation zu Click-Cookies zu bewerten, sondern eine deutlich differenziertere Bewertung zulassen. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Entwicklung, die aber sicherlich noch nicht fertig vollzogen ist. Letztes Problemfeld, aus unserer Sicht zumindest oder aus meiner sehr subjektiven Sicht, hat sie ein bisschen diese politische Brisanz im Bereich RTB abgenommen. Was meine ich damit? Letzten Jahr oder auch das Jahr davor war eigentlich immer so meine Wahrnehmung, viele Verlage, viele Publisher haben das Thema Real-Time-Bidding eigentlich sehr stark abgelehnt. Wieso? Weil das Thema nicht nur als eine Technologie gesehen wurde, sondern gleichzeitig auch als Gefahr für den Kanal Direktvertrieb, wo einfach im persönlichen Vertrieb Werbung vertrieben wurde. Und ich glaube, was jetzt deutlich mehr vorherrscht, ist ein Verständnis dafür, dass RTB einerseits eine Infrastruktur ist, die ich jetzt mal völlig wertneutral einsetzen kann und wo ich im Prinzip Direktvertrieb mit unterstützen kann, aber auch eben den Vertrieb über DSPs sozusagen. Und andererseits ein Vertriebskanal. Und ich glaube, dieses Verständnis ist mittlerweile deutlich klarer und auch, hat sich auch durchgesetzt bei sehr vielen Publishern, mit denen ich jetzt zumindest mal Kontakt habe, dass es eigentlich zwei Paar Schuhe sind. Und dass RTB und das Einführen oder die Nähe zu RTB jetzt nicht zwangsläufig heißt, dass ich alle meine Impressions verramsche, sondern dass ich eben weiterhin in der Lage bin zu sagen, es gibt einen Teil meines Inventories, das vermarkte ich im Direktvertrieb und einen Teil meines Inventories, das vermarkte ich halt über RTB. Und das andere Thema, was sicherlich aufgekommen ist, und ich weiß nicht, was Ihre Wahrnehmung dazu ist, aber meine Wahrnehmung zumindest ist, dass die Monetarisierung von über RTB vertriebenen Impressions, wo so ein bisschen die Befürchtung war, das wird alles ganz fürchterlich, dass eigentlich die ETKPs, die da erwirtschaftet werden, aus verschiedenen Gründen höher sind, als man das ursprünglich gedacht hat. Das liegt sicherlich zum einen an den Retargeting-Anbietern, die halt aus jedem Cookie oder sehr, sehr vielen Cookies eine gewisse Monetarisierung erzeugen können, weil sie einfach wissen, was hat der Nutzer vorher gemacht. Und das andere, was man auch sieht, ist, sehen wir zumindest bei 2, 3 Publishern, die wir sehr gut kennen, dass die Floorpreise, also die Minimumpreise, die definiert werden für das, was im RTB versteigert wird, teilweise höher sind als das, was man bekommt, wenn man direkt eine große Menge Run-of-Network-Traffic bei diesen Leuten einkauft. Ja? Das heißt also, dieser einfachere Zugangsweg in der Breite führt im Prinzip dazu, dass sie in der Lage sind, höhere Preise für Run-of-Network-Inventory durchzusetzen. Und das ist ja eigentlich mal eine Botschaft, wo man sagen muss, das ist ja eigentlich sehr positiv, weil das immer diese Kernangst, was RTB anging, ursprünglich so ein bisschen, oder wo man eigentlich sehen kann, das ist eigentlich gar nicht in dem Maße der Fall, nämlich, dass in dem Moment, wenn ich anfange, Inventory bei RTB einzustellen, dass das auf jeden Fall dazu führt, dass die ETKPs erstmal runtergehen. Ne? Und ich glaube, gerade so eine selektive Vorgehensweise, dass hochwertige Platzierungen, Homepage und so weiter, Lockout-Seiten, dass die halt im Direktvertrieb weiter vermarktet werden, aber von mir aus auch über RTB-Infrastruktur und andererseits Run-of-Network-Inventory, was ich da halt einfach reingebe und damit es für Retargeter und für Direct-Advertiser, die größer sind und das selbst optimieren, zugänglich ist, das ist eigentlich eine Vorgehensweise, die scheint mir zumindest, wie gesagt, wieder aus subjektiver Sicht nicht so fürchterlich schlecht zu sein. Und das ist ja eigentlich ganz gut, weil dann natürlich die Menge an Inventory, die dort zur Verfügung steht, nochmal deutlich zunehmen wird. Das ist eigentlich so ein bisschen das Update. Und jetzt nochmal eine Ebene höher. Was heißt das jetzt für zukünftige Entwicklungen aus meiner Sicht? Und wie muss man sich da aufstellen? Wenn man jetzt mal versucht, abstrakt zu betrachten, was passiert da eigentlich gerade? Die letzten Jahre, und ich meine, das ist ja eigentlich aus der Offline-Welt, war es eigentlich immer so, ich buche eine Werbung auf Basis von einem bestimmten Signal und dieses Signal war eigentlich immer der Kontext. Das heißt, ich habe im Prinzip gesagt, ich habe ein Finanzprodukt, dann buche ich Werbung beim Finanzenbereich des Spiegel und zeige dann dem Nutzer beispielsweise eine
eine private Krankenversicherungswerbung an. Das war der Use Case, weil ich gesagt habe, der Kontext predicted die Performance eines Nutzers, weil der Besuch eines bestimmten Kontexts drückt Interesse an einem Thema aus und das wird die Conversion Rate treiben. Was macht Real-Time Bidding eigentlich? Und das ist eine sehr interessante Entwicklung und da leite ich gleich nochmal was draus ab, was aus meiner Sicht zumindest in höchstem Maße relevant ist und mir zumindest letztes Jahr noch nicht ganz so klar war, wie es jetzt eigentlich ist. Was macht Real-Time Bidding? Real-Time Bidding führt eigentlich dazu, dass der Kontext als Signal, ob eine Kampagne an einer bestimmten Stelle sinnvoll ist, eigentlich immer mehr an Bedeutung verliert. Ja? Weil das Signal, dass ein Nutzer vorher einen Zalando-Schuh sich auf der Produktdetailseite angeguckt hat, der Retargeting-Case, und dem jetzt ein Werbemittel anzuzeigen, monetarisiert in der Regel, nicht immer, aber monetarisiert in der Regel besser als ein kontextbezogenes Element. Audience Buying, das Gleiche. Wenn ich weiß, meine Zielgruppe ist 30 bis 35, weiblich und wohnt in Berlin, dann werde ich auf Basis von Cookie-Daten, die mir diese Informationen zur Verfügung stellen, wahrscheinlich eine bessere Werbeaussteuerung machen, als zu sagen, ich gehe zu Brigitte.de, weil da wahrscheinlich irgendwie 60% der Nutzer in diesem Bereich sind. Gleiche Logik. Das heißt, was stelle ich letztendlich fest? Je mehr sich das in diese Richtung entwickelt, kommt es eigentlich dazu, dass die Relevanz, und das ist dieser Punkt, das erste Bullet, dass die Relevanz des Kontexts als Signalgeber für denjenigen, der eine Kampagne bucht, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, wird eigentlich immer mehr an Bedeutung verlieren. Und das ist dann nochmal eine Entwicklung, die dazukommt. Ursprünglich war es ja mal so, wenn ich Finanzennutzer haben wollte, dann konnte ich die 3, 4, 5, 6, 7, 10 Bereiche im Finanzenbereich auf größeren Websites buchen und das war mein Inventory. Darüber hinaus gab es nichts. Und das hat eben dazu geführt, dass die TKPs in diesem Bereich ordentlich nach oben gegangen sind. Wenn ich jetzt aber weiß, dass ein Nutzer finanzaffin ist, dann kann ich theoretisch auch auf florianheinemann.de auf dem Blog, wenn da AdSense drauf ist, genau die gleichen Nutzer erreichen und das für 50 Cent TKP. So, das heißt, letztendlich habe ich eine Entkopplung des Inventars vom Kontext. Und das wird letztendlich natürlich dazu führen, dass der Kontext-Owner, und das ist in der Regel der Publisher, dramatisch an Bedeutung verlieren wird. Ja? Dramatisch an Bedeutung verlieren wird, weil die Prediction-Kraft, dass ein Nutzer einen bestimmten Kontext besucht, für dessen Performance oder für dessen Zielgruppenzugehörigkeit, wird immer, je besser die Datenlage ist, die ich über einen individuellen Nutzer habe, wird immer weniger werden. Ja? Wird immer weniger werden. Und wenn man dann natürlich nochmal schaut, und das ist eigentlich so der für mich jetzt relevante Punkt, wenn man dann nochmal schaut, was sind eigentlich die Kollegen, die die besten Daten auf individueller Ebene haben, da wird es dann wieder ein bisschen Angst und Bange. Ne? Wenn man dann schaut, was gibt es eigentlich für Signale auf personenbezogener Ebene oder auf individueller Nutzerebene? Da gibt es einmal die Buying-Intent-Daten von Google und auf der anderen Seite gibt es die soziodemografischen Daten und übergeordnete Interessen bei Facebook. Beide unglaubliche globale Reichweite, unglaubliche Aktualität, sind jeden Tag in der Lage, eigentlich einen Cookie zu setzen. Das heißt, beide haben eigentlich viel, viel mehr Daten auf dieser individuellen Ebene, die immer relevanter wird, Klammer auf Klammer zu, als jeder andere, der sich in diesem Ökosystem bewegt. Und was eigentlich ganz spannend zu sehen ist, und ich weiß nicht, wem das so klar war, also mir war es zumindest nicht klar, deswegen habe ich es da einmal aufgemalt, Google Plus ist ja eigentlich nichts anderes als der Versuch, die überlegene Position von einem Facebook im Bereich soziodemografische Daten und übergeordnete Interessen ein Stück weit aufzuweichen. Und das Gleiche ist sicherlich, wenn Facebook sagt, wir stellen die Suche etwas mehr in den Vordergrund und wir wollen aktuellere Interessen haben über das ganze Like-Ökosystem, sicherlich auch ein Stück weit über die Facebook-Connect-Funktionalität. Das heißt, auch Facebook versucht, ein Stück weit die Überlegenheit von Google im Bereich Buying-Intent-Daten oder Intent-Daten generell auszugleichen. So. Und ich glaube, das, was jetzt nochmal die große Frage ist, und ich meine, das ist ja auch eine Entwicklung, die man jetzt derzeit schon sieht, immer mehr Budget geht eigentlich zu den beiden Kollegen hier. Ne? Und je stärker das wird, desto stärker wird auch genau sozusagen diese Überlegenheit, was Datenverfügbarkeit natürlich nochmal ein Stück weit beschleunigt. Und ich glaube, jetzt halt die Frage, was macht man damit? Oder was macht man mit dieser Erkenntnis? Ne? Kann man entweder sagen, als Kontext-Owner, ich stelle einfach meine Werbeflächen Google zur Verfügung und vermarkte noch ein paar Sachen im Direktvertrieb. Das ist sicherlich eine Konsequenz.
Ich glaube, eine sehr spannende Sache hier wird sicherlich nochmal werden, wie werden sich die beiden da verhalten? Weil zurzeit ist es ja so, wenn ich die Daten, die Google hat und wenn ich die Daten, die Facebook hat, wenn ich die nutzen will in einer skalierbaren Art und Weise, muss ich auch bei denen Werbung schalten. Also in deren Inventar, wo die darauf Zugriff haben, bei Facebook und natürlich auch bei Google. Google ist das ein bisschen offener, weil die natürlich auch mit AdSense sehr große Reichweite haben, aber letztendlich eine Nutzung der Daten, von denen wir reden, ist eigentlich nur möglich, wenn die Schaltung über den Google oder über den Facebook erfolgt. Und Facebook Retargeting oder die Facebook Exchange ist sicherlich aber nur der Anfang in diese Richtung. Und was jetzt eine große Frage wird für die beiden hier, werden die ihre Daten, die sie haben oder ihre Profile auch Dritten zur Verfügung stellen? Und meine große Vermutung wird sein, werden sie nicht tun, werden sie nämlich, na, bescheuert, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich wäre es clever, aus deren Sicht zu sagen, der einzige Weg, wie du auf meine Daten buchen kannst, ist, indem du bei mir auch die Werbung buchst. Und aus deren Marktposition kann man das auch tun. Alle anderen muss man sich halt fragen, ob sie in dieser Position sind. Das heißt, wenn ich jetzt ein UEM bin und extrem gute Daten habe, kann man sich schon die Frage stellen, ist es nicht besser, diese ganzen Targeting-Daten, die ich da fein säuberlichst erarbeitet habe, ich weiß nicht, wer das mal gesehen hat, ich finde das immer sehr beeindruckend, welche gute Targeting-Daten ein UEM eigentlich hat, kann man sich natürlich schon als UEM fragen, bin ich dauerhaft in der Position, diese Daten selbst zu nutzen? Ein UEM kann das sicherlich noch tun, als erster, aber ein mittelgroßer Publisher, für den stellt sich eigentlich nicht die Frage, ob er sagt, die Daten, die ich hier generiere über meine Nutzer und auch externe Anreicher von mir aus noch, dass die nur dann zugänglich sind, wenn ich ein eigenes Inventory dafür nutze. Das glaube ich nicht, dass das eine dauerhaft sustainable Position ist. Und ich glaube, die einzige Chance, die jemand hat, der etwas kleiner ist von mir aus auch als ein UEM, und selbst ein UEM kann sich die Frage stellen, aus meiner Sicht ist eigentlich der einzige Weg, wie man den Verlust an Bedeutung als Signalgeber, nämlich indem der Kontext immer weiter entwertet wird, als Publisher auffangen kann, indem man seine Daten zur Verfügung stellt. Und zwar möglichst offen. Ja? Wie gesagt, ich bin jetzt auch noch nicht ganz durch in meinem Gedankengang, ab welcher Größe das so anfängt, aber aus meiner Sicht sind wahrscheinlich die meisten deutschen Publisher zu klein, um dauerhaft gegen die Datenqualität von einem Google und die Datenqualität von einem Facebook zu bestehen. Und dann gibt es eigentlich nur noch die Möglichkeit zu sagen, wie stelle ich mich jetzt auf? Und das ist das, was ich da oben mit ausdrücken wollte. Es muss eigentlich das Interesse von den Signallieferanten und den Context-Ownern sein. Das können Publisher sein, aber das können durchaus auch E-Commercer sein, die ihre Daten zur Verfügung stellen oder Preisvergleicher. Signalgeber und Lieferant zu sein, nicht nur für Leute, die Werbung bei dem eigenen Inventory schalten, sondern eigentlich ihre Daten möglichst granular und möglichst gut vorprofiliert zu Aggregatoren und Profilern zu geben, die es dann wieder Advertisern zur Verfügung stellen, die darauf bieten. Das versucht eigentlich dieses Bild zu sagen. Also wir haben hier links eine Reihe von Signalgebern, Lieferanten, das können Websites sein oder in der Regel werden das Websites sein. In der Mitte sind möglichst neutrale Marktplätze, die einen Versteigerungsmechanismus auf diese Daten zulassen. Und rechts, das sind Advertiser, das können Agencies sein, das können aber auch große Direct-Advertiser sein, idealerweise irgendwann kleinere Direct-Advertiser, die proprietäre Daten haben, also CRM-Daten, die nur sie haben und die eben mischen mit Daten, die sie von links bekommen. Also von den Aggregatoren, von den Profilern und von den Signalgebern. Und wenn man sich anschaut, eigentlich sind alle Komponenten, die man dafür braucht, schon da. Es gibt Systeme, wo ich mittlerweile in der Lage bin, CRM-Daten als Advertiser live zu stellen, DMPs. Es gibt DSPs, wo ich dann in der Lage bin, auf die Profildaten, die ich hier vorher synchronisiert habe oder erstellt habe, zu bieten. Ja? Server-Side-Cookie-Syncing. Und dann kaufe ich ein, das Ding da unten, Traffic-Einkauf, auch wieder auf irgendwelchem Inventar. Und das Inventar, das kann gegebenenfalls die gleichen Seiten sein wie da links. Aber das muss eben nicht so sein. Ja? Und derjenige Publisher oder derjenige Signalgeber, der hier einen guten Job macht und sagt, ich bin in der Lage, durch die Kombination von verschiedenen Daten entweder Zielgruppen adäquat Profile bereitzustellen für irgendwelche Branding-Advertiser oder performance-relevante Profile zur Verfügung zu stellen für Advertiser, der hat, glaube ich, eine sehr gute Chance, diesen Bedeutungsverlust
nur Werbefläche zur Verfügung zu stellen, ein Stück weit auszugleichen. Und das ist auch sicherlich eine Chance, wo wir dann wieder sagen, wer das gut macht in einem Markt, wie er jetzt hier ist. Das ist einer der Gründe, weshalb wir gesagt haben, wir investieren in sowas wie Semasio, weil Semasio eigentlich genau das versucht. Wir versuchen aus bestehenden Daten, die sowieso erzeugt werden über die Werbeschaltung, versuchen die Profile zu generieren, die predictive sind für Performance. Ob das funktioniert und wie das genau funktioniert, das werden wir mal sehen. Das weiß man nicht. Aber es ist zumindest mal ein Ansatz, um in der Lage zu sein, die Profildaten, die zurzeit halt noch extrem wenig vorhanden sind im deutschen Markt, die schon mal zu generieren und zu schauen, was mache ich damit. Und wir glauben sehr stark daran, dass hier auch noch weitere Firmen entstehen werden, die für bestimmte Zielgruppen oder für bestimmte Zwecke Profildaten aggregiert zusammenstellen. Weil das ist immer noch eine, obwohl die technologischen Komponenten da sind, immer noch eine sehr komplizierte Geschichte und ist ein großer, aus unserer Sicht ein sehr, sehr großer Mehrwert. Gibt es in den USA eine Reihe von Firmen, die das machen? Aber wie gesagt, das setzt eine Offenheit auf Seite der Context-Owner und der Publisher voraus, mit diesen Firmen zusammenzuarbeiten und zu sagen, ich gebe den Leuten jetzt die Daten. Und ich glaube, das ist für mich zumindest nur eine Frage der Zeit. Wenn das nicht so ist, muss eigentlich die Monetarisierung auf das Inventar, was ich als Publisher habe oder als Context-Owner habe, immer weiter zurückgehen. Das gilt nicht für die Premium-Platzierung, das gilt nicht für die Homepage, das gilt nicht für die Lockout-Seite und so weiter. Aber für den ganzen Rest des Traffics, da wird der Kontext immer stärker gegenüber Profildaten, die ein Google hat und die ein Facebook hat, verlieren. Und ich glaube, das muss man sich halt überlegen, wie man da rangeht. Und das ist zumindest aus meiner Sicht ein möglicher Weg und zeigt auch nochmal die Relevanz auf, bei sowas mitzumachen, weil das eigentlich der einzige Weg ist, noch eine gewisse Heterogenität in diesen Markt reinzubringen. Ja? Genau, also das war eigentlich, ich bin sogar ein bisschen früh. Unglaublich. Gut, also das war eigentlich das, was ich mitgeben wollte, als Update nochmal. Genau, das sind meine Kontaktdaten, wer Interesse hat, wie gesagt. Also falls jemand irgendwas in diesem Bereich plant, von den Problemfeldern, die wir gerade angesprochen haben, wir sind immer gerne bereit, sowas zu fördern, auch in einer sehr, sehr frühen Phase, ideell und natürlich auch monetär. Also herzlich willkommen. Ja? Gut, vielen Dank. Das Gute daran, dass du so früh fertig bist, ist ja, dass wir viel Zeit für Fragen noch aus dem Publikum haben. Da gibt es ja sicherlich auch eine Menge. Wer fängt an? Wer ist der Erste? Letztes Mal sind wir überhaupt nicht fertig geworden mit den ganzen Fragen. Okay, müssen alle noch ihre Fragen sortieren. Dann fange ich mal an. Was ich mich gefragt habe, du bist ja sehr stark auch ins Detail gegangen. Was gibt es alles für mögliche Geschäftsmodelle in diesem Markt? Die meisten, die hier sitzen, werden ja aber da wahrscheinlich nicht so, auch nicht sagen, sie wollen jetzt den nächsten Datenmarktplatz bauen, sondern die meisten sind ja kleine Schuhhändler und stehen vor dem Problem, bisher nur SEM gemacht zu haben. Wie fängt man denn an mit diesem Thema Display? Wie kommt man als Werbetreibender, mittelgroß, gibt irgendwie ein paar tausend Euro für SEM im Monat aus, wie kommt man in dieses Thema rein, womit sollte man anfangen? Also ich glaube, was ich immer einen ganz guten Startpunkt finde, Um loszulegen, ist sicherlich das Google Content Netzwerk. Ja, also so blöd das jetzt klingt, aber das ist halt das, wo ich am kleinteiligsten anfangen kann zu buchen. Und um in dieses Thema Realtime Bidding ein Stück weit reinzukommen, ist sicherlich auch einfach mal Signalgeber zu identifizieren, ja, wo ich sage, ich verkaufe Schuhe, dann geht man einfach mal zu einem Preisvergleicher und sagt, lieber Preisvergleicher, wenn einer bei euch einen Damenschuh sieht, feuer doch mal meinen Pixel. So. Und wenn ich kann, und dafür gibt es dann eben diese Infrastrukturen, wo ich jetzt gerade von gesprochen habe. Also man kann sicherlich mit einem Metrigo reden, die bieten sowas für einen relativ schlanken Preis an. Man kann sicherlich auch die Google Content-Network-Struktur dafür etwas missbrauchen, indem man einen Retargeting-Pixel einbaut. Ja, das machen ja auch viele, die einfach einen Retargeting-Pixel nehmen, das auf eine Drittseite einbauen. Oder wenn man eben sagt, ich will es wirklich ernsthaft betreiben, in dem nächsten Schritt zu versuchen, entweder über eine der Agenturen oder eben über einen der DSP-Anbieter, zu sagen, ich tue das. Ne? Und wie gesagt, ich finde, Metrigo ist jetzt ein ganz guter Ansatz. Es gibt noch einen Anbieter, ich habe jetzt den Namen vergessen, aus Berlin, die machen auch so ein Self-Service-Tool, wo man erste Schritte gehen kann. Aber das ist, es gibt mittlerweile einige Anbieter, aber ich finde eigentlich so ein guter Startpunkt ist immer Google Content-Netzwerk und dann da mal ein paar Werbemittel auszutesten und move from there. Ja? Also, aber dass das ein Thema ist, und ich glaube, eine Sache nochmal ganz wichtig hier,
Die meisten Leute, die sagen, boah, ich habe das jetzt hier getestet mit dem Display und das funktioniert alles nicht. Ein Display ist totaler Scheiß. Ne? Was hast du da erzählt? Also höre ich auch häufig in der Otto Group, wenn ich da mal was erzählen darf. Und wie hat das funktioniert, Herr Heinemann, da mit dem Display? Das konvertiert viel schlechter. Ja. Und da muss man natürlich schon realistische Erwartungshaltung haben. Ne? Also die realistische Erwartungshaltung an Display ist nicht, jemand gibt ein, online Schuhe kaufen, dass der jetzt konvertiert, wow, ne, das ist ja so Big News. Also man muss da schon ein bisschen Geld investieren und zu gucken, welche Kombination von Werbemittel und Landingpage und den Inhalt der Werbemittel und den Produkten, die ich auf der Seite habe, welches konvertiert da? Und man muss da schon bereit sein, monetär schon auch mal einen kleinen fünfstelligen Betrag zu riskieren und zu sagen, damit probiere ich jetzt mal was. Und was halt auch ganz wichtig ist, ein wesentlicher Erfolgstreiber beim Display ist halt das Werbemittel. Ne? Eine gute, schlechte SEM-Anzeige, die konvertiert irgendwie oder die klickt Faktor 2 oder 3 unterschiedlich. Ein guter oder schlechter Banner, der klickt halt Faktor 20, 30 unterschiedlich. Und wenn ich natürlich schon eine Klickrate habe, die absolut unterirdisch ist, dann habe ich nie eine Chance, dass ich das rechne. Und ich glaube, das unterschätzen viele Leute. Deswegen versuchen wir zumindest immer erst, bevor ich kein gut klickendes Werbemittel habe, macht es eigentlich keinen Sinn, weiterzumachen. Ja? Beantwortet das? Ja. Wunderbar. Gut. Wer hat noch eine Frage im Publikum? Ja, Arndt? Du hast auch ein Mikro da? Ja, hallo Florian. Also ich würde gerne eine kleine Kontroverse da eröffnen, weil ich absolut nicht einverstanden mit der These bin, was er vorher gesagt, dass es für die Publisher keinen Sinn macht, dort ihre Daten zur Verfügung zu stellen, weil nämlich genau das passiert, eine Kampagne und die Advertiser bilden ihren eigenen Cookie-Bull auf. Und gerade für die Kleinen macht es dann noch viel weniger Sinn, dass sie eben die Daten in eine DMP reingeben, weil sie nämlich das letzte Gut, was sie haben, wenn man ein Handelsblatt nimmt oder jemanden eben diese sehr, sehr wertvolle, qualitativ hochwertige Zielgruppe in diesen Pool reingeben und genau dann haben sie verloren. Also deshalb glaube ich, dass am Ende die These, dass anders als an Google, als an Facebook oder die ganz Großen, die Kleinen genau in die Situation reinkommen müssen, dass sie die Daten zur Verfügung stellen, dass sie genau das nicht machen dürfen, weil sie nämlich das Letzte, was sie haben, diese Hoheit an Daten behalten müssen und für eigene Kampagnen auch zukünftig sich und den Advertisern nutzbar machen müssen. Vielleicht zwei Punkte dazu. Ich glaube, ein Handelsblatt, was halt eine sehr spitze Positionierung hat und auch in der Lage ist, im Direktvertrieb eine sehr gute Monetarisierung zu erreichen, würde ich dir recht geben. Heißt das jetzt, dass das Handelsblatt gar keine Daten irgendwo reingeben kann? Vielleicht eine Differenzierung dazu. Das Problem ist ja häufig auch Datenaktualität. Ne? Und wenn du jetzt das Handelsblatt bist und du weißt, bei dir kommt jeden Tag der Finanznutzer vorbei, also der finanzinteressierte Nutzer. Wenn ich da einmal einen Cookie setze, der bleibt ja da, was ich lasse ihn da mal 10 Tage bleiben im Schnitt oder von mir aus 30 Tage, aber danach muss ich den Kollegen ja wieder neu markieren. Ne? Also im Sinne von, das Handelsblatt gibt ja nicht einmal das Datum weg und dann ist es das, sondern ich brauche ja als Advertiser immer wieder einen frischen Cookie-Pool von Finanzinteressierten. Und ich finde, das relativiert das so ein bisschen, weil ich sozusagen ja nicht mein Datum einmal weggebe und dann ist der Kollege markiert und dann habe ich diesen Nutzer nicht mehr, sondern wenn der Nutzer seinen Cookie löscht, dann bin ich das Handelsblatt, der Einzige, der dann 10 Tage später wieder erkennt, das ist ein Finanznutzer. Ne? So, also ich glaube, beim Handelsblatt ist es immer noch so, wie gesagt, man muss sich immer angucken, wie groß ist die Vertriebspower. Ne? Beim Handelsblatt mag das noch so sein, weil es eine so gute Zielgruppe ist, da kommt dieser Punkt sicherlich später, aber wenn ich, sag mal, ein relativ breiter, unqualifizierter Advertiser bin mit einfach 3 Millionen Unique Visits, ja, wo ich sage, ich habe null Differenzierung im Direktvertrieb, mir dann Mühe zu geben und zu sagen, ich generiere gewisse Profile, mische das vielleicht noch mit Drittdaten an und verkaufe die an jemand Dritten. Und das muss ja noch nicht mal jemand wissen, dass das meine Daten sind. Und ich muss ja nicht alles rausgeben, sondern ich kann ja auch nur Teilbereiche meiner Daten rausgeben. Das finde ich zumindest mal eine überlegenswerte Alternative. Ich gebe dir recht, man muss ja in so einem Ding immer sagen, man überspitzt das jetzt einfach mal so. Ne? Also, weil sonst, wenn du das zu differenziert darstellst, dann wird es natürlich auch nicht, macht es ja keinen Spaß, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, zumindest mal drüber nachzudenken, kann ich eventuell auch Mehrwert generieren, wenn ich meine Daten rausgebe, weil ich einfach mehr Monetarisierung erreiche, ohne meine Uniqueness wegzugeben. Ja? Also, und wie gesagt, ich finde, gerade wenn ich ein Portal bin, was relativ häufig frequentiert wird, das relativiert das nochmal so ein bisschen. Also ich glaube nicht, dass das dann sozusagen der Untergang des Abendlands ist, wenn ich das tue. Ja? Da hinten ist noch eine Frage. Können wir da ein Mikro hinhaben? Timo Littke, du hast jetzt viel darüber gesprochen, wo ich die richtige Zielgruppe finde und wie ich darauf bieten kann und dergleichen.
Wie siehst du denn das ganze Thema Dynamic Ad Creation, Personalized Ad Creation, wo auch Dinge aus den USA kommen? Was siehst du da noch für Hebelpotenziale, Trends? Ja, ist ein super Thema. Also ich meine, Retargeting zeigt ja, also dass sozusagen, wenn ich in der Lage bin, dem Nutzer das Richtige auf dem Banner anzuzeigen. Also wenn man die Klickraten von Retargeting vergleicht mit normalen Ads, die sind erheblich besser. Das steht, glaube ich, außer Frage. Was natürlich auch getrieben wird durch die Aktualität, dass der Nutzer in der Regel vor kurzem ein Nutzererlebnis genau mit diesem Produkt hatte. Aber das zeigt ja eigentlich, wenn man es richtig macht, dass dynamisch generierte Banner mit den richtigen Produkten oder den richtigen Botschaften tendenziell besser funktionieren müssen als statische Banner. Das ist jetzt nicht besonders erstaunlich, ne? Also insofern, damit zu experimentieren, das geht ja so ein bisschen in die gleiche Richtung, was ich gerade gesagt habe. Wenn die Klickrate nicht gut ist, dann habe ich eine sehr geringe Chance, dass Display sich rechnen wird für mich als Performance-Advertiser. Als Branding-Advertiser ist das natürlich nicht ganz so relevant, weil für mich ja eher die Kontakte in der relevanten Zielgruppe zählen. Aber für einen Performance-Advertiser ist dieses Thema Klickrate elementarst. Und für den, damit zu experimentieren, wie man, was ich über einen Double-Click beispielsweise, Produktdaten in Banner reinladen kann, auch wenn es jetzt kein Retargeting-Banner ist, sondern bewusst sozusagen einen Audience-Buy, wo ich weiß, das sind Jeans-Interessierte, die haben nie meine Seite gesehen, aber den zeige ich jetzt einfach mal 5 Jeans oder 3 Jeans, je nachdem wie groß der Banner ist, in einem Banner an und das dynamisch. Das macht, glaube ich, hochgradig Sinn, damit zu experimentieren. Und das, wir haben damit auch jetzt schon so seit 1,5, 2 Jahren auch bei Non-Retargeting-Geschichten experimentiert. Und man muss schon sagen, das klappt schon ganz gut. Das ist nicht ganz so einfach, bis man das irgendwie in einem Ad-Server integriert hat. Und es ist natürlich für einen E-Commercer leichter, als wenn man jetzt irgendwie eine Versicherungsseite ist. Aber vom Grundsatz her, dynamische Botschaften für passende Zielgruppen in den Banner einzuspielen und das idealerweise automatisiert, macht für jeden, der ein bisschen mehr Display macht, hochgradig Sinn. Ja, also das ist auch nochmal eine schöne Sache. Also da gibt es auch noch nicht so viel, also zumindest noch keinen dominanten Player, der das anbietet. Also ist zumindest meine Wahrnehmung. Ja? Aber dieses Thema Individualisierung der Werbemittel und möglichst viele unterschiedliche Werbemittel auch zu bauen für die unterschiedlichen Zielgruppen, da kommen wir ja auch wieder in so Komplexitätsthemen rein, ne? Also habt ihr da eigentlich in eurem Controlling Erfahrungen damit, messt ihr auch die Handarbeit, die da in verschiedene Maßnahmen reinfließen und ist das ein Argument? Ich meine, wenn du SEM kennst ja auch, ist relativ einfach aufgesetzt, erfordert wenig Pflegeaufwand, ja, aber was du jetzt hier gerade auch noch beschrieben hast mit individuellen Werbemitteln, die idealerweise täglich getauscht und neu gebaut werden, da fließt ja auch eine Menge Produktion und Handling rein. Ja. Fließt das bei euch so mit ein ins Controlling? Also was die Kosten dafür sind? Ja. Also bei solchen Sachen wäre ich erstmal entspannt, weil wenn ich sozusagen weiß, wie es funktioniert, automatisiert kriege ich das immer noch. Ja? So, weil ich glaube, da zu investieren oder es zumindest mal ernsthaft zu versuchen, ist halt eine mögliche Differenzierung. Ne? Und ich meine, jeder weiß das ja, der hier irgendwie E-Commerce betreibt oder egal, ob es jetzt irgendwie Schuhe oder auch von mir aus Reisen oder sonst was. Es ist ja relativ schwer, sich zu differenzieren, ne? Also sozusagen als Advertiser, weil alle machen Google. Google freut sich natürlich, ne? Weil sozusagen die SEM-Preise relativ viel der Zahlungsbereitschaft abschöpfen. Aber wenn man natürlich versucht, das ein bisschen rauszugehen, dann muss man sich ja neue Wege überlegen. Und das ist sicherlich einer, was für eine Reihe von Leuten eine Chance hat, das zu tun. Und da muss man dann eben auch bereit sein zu investieren. Da haben wir jetzt natürlich den Vorteil, dadurch, dass wir selbst Venture Capital haben, investieren wir das dann auch rein. Aber ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Weil zu denken, dass das direkt so gut funktioniert wie SEM, das ist halt illusorisch. Ne? Und das ist eben so ein bisschen das Henne-Ei-Problem. Man muss halt Ressourcen haben, monetär, und man braucht auch eben jemanden, der sich damit auseinandersetzt. Und das ist häufig, sehe ich bei vielen, die Display betreiben. Wenn man da keine dedizierte Ressource für hat, also eine Person, die sich da wirklich vernünftig drum kümmert, dann hat das eine sehr geringe Chance, dass es funktioniert. Weil es gerade am Anfang sehr viel manueller Aufwand ist, aber automatisiert kriegt man das immer noch. Ja? Also wenn es gut funktioniert, kriegt man es auch automatisiert. Das ist immer so mein Credo sozusagen. Ja? Ja, aber es ist ja ein schönes Beispiel dafür, wäre vielleicht auch mal interessant zu sehen, wie viel im Publikum, wie viel der Leute eigentlich Budget für Marketingforschung haben. Ja? Also bei dir habe ich das Gefühl, das ist für euch ein ganz, ganz elementarer Bestandteil, zu sagen, wir erforschen ständig neue Möglichkeiten und sind auch bereit, Geld zu versenken, um möglicherweise Themen zu finden, die dann skalierbar funktionieren. Aber kann sich ja vielleicht auch jeder mal im Publikum selber fragen, habe ich eigentlich Marketingforschungsbudget? Ja, glaube ich, haben wenige. Ich würde es jetzt nicht Forschung nennen, weil das ist dann wieder so ein bisschen, also wir haben es eigentlich eher so, dass man sagt, man hat laufende Marketingmaßnahmen, die müssen einfach einer bestimmten Kosten-Umsatz-Relation oder die Kundenakquisitionskosten sollten unter den Kunden-Lifetime-Values liegen oder sowas in der Größenordnung und dann eben Testbudgets,
in einer gewissen Größenordnung, die idealerweise sich daran orientieren, wie groß das Gesamtbudget ist. Es bringt jetzt nichts, wenn du 30.000 Euro für Marketing ausgibst, dann nochmal 30.000 Euro für Forschung, ist vielleicht keine gute Relation. Aber wenn du sagst, du hast irgendwie 50.000 Euro Marketing, was du ausgibst, dann nochmal 5.000 Euro in Tests oder Forschung zu stecken, das sollte, glaube ich, jeder tun. Ja, ja, sinnvoll. Und wenn du viel Geld ausgibst, dann hast du auch viel, kannst du viel forschen. Ja. Noch jemand im Publikum? Kommentar, Frage dazu? Da hinten. Kriegen wir da ein Mikro hin? Hebt mal nochmal die Hand, bitte. Perfekt, danke. Ich wollte nur mal kurz hören, wie das Ganze hat ja einen relativ starken Performance-Brille. Wie siehst du das mit dem ganzen Thema, das ganze R2B-Thema und, aus der Branding-Perspektive? Wird sich das entwickeln oder ist das eher, bleibt das diese SEM-Schiene 2.0, sage ich mal? Also eigentlich sehe ich jetzt keinen strukturellen Grund und das sieht man auch, wie WPP agiert. Also das ist, habe ich jetzt nochmal so ein bisschen verfolgt. Ich habe jetzt keinen genauen Überblick, wie jetzt die ganzen Kollegen das da in dem Bereich tun. Aber meine Wahrnehmung ist, sowas wie ein Success und Analect und so weiter, also das ist die Omnicom Targeting-Tochter. Also allein schon, dass es die gibt, ja, ist ja schon ein klarer Ausdruck dafür, dass das für die genauso relevant ist. Weil ich meine, was ist die Zielsetzung von einem Branding-Advertiser? Ist letztendlich Zielgruppen, also streuverlustarm meine Zielgruppe zu erreichen. Und streuverlustarm meine Zielgruppe zu erreichen, das geht hierüber ja auch ganz hervorragend. Ne? Also zu sagen, wenn ich in der Lage bin, wegzugehen vom Kontext und zu sagen, ich schalte jetzt in der Finance-Section, beim Handelsblatt mag das jetzt noch anders sein, weil sozusagen Handelsblatt so spitz ist, dass die Überschneidung von der Zielgruppe und dem Kontext sehr, sehr hoch ist. Aber sagen wir, für die meisten etwas breiter aufgestellten Webseiten, wo der Traffic nicht so ganz klar zuordnbar ist, für die macht ja sozusagen, wenn man dort Werbung schalten will, muss man ja in irgendeiner Form selektieren. Und das macht für Branding-Advertiser aus meiner Sicht ganz genauso Sinn. Ne? Weil letztendlich wird mich der, also jetzt mal im TV gerechnet, der GRP, also das, was ich bezahle, sozusagen jetzt um eine bestimmte Anzahl von Kontakten in der relevanten Zielgruppe zu erreichen, das wird mich weniger kosten. Ja. Ist ja ein bisschen ein bekanntes Problem unserer Branche, dass wir doch sehr noch als Performance-Marketing-Kanal auch wahrgenommen werden. Ja, dieses ganze Display, Data-Driven Display, Real-Time-Bidding wird ja als Performance-Kanal wahrgenommen. Aus Sicht eines Publishers würde ich mir wünschen, dass sich das irgendwie möglichst schnell ändert. Ja, was würdest du tun, wenn du Publisher wärst, um deine Advertiser davon zu überzeugen, dass diese ganzen Targeting-Möglichkeiten eben keinesfalls nur Performance-Tools sind, sondern auch fürs Branding relevant sein müssen? Ja, also wie gesagt, ich finde so diese, ich weiß nicht, wer das kennt, aber im TV gibt es diese GRP-Logik, dass man aber sagt, wie oft erreiche ich Nutzer in meiner relevanten Zielgruppe. Ne? Und ich glaube, je breiter ich aufgestellt bin als Portal, kann ich ja ganz klar sagen, pass auf, wenn du hier 100% meiner Nutzer erreichst, davon ist maximal 50% deine Zielgruppe. Ne? So, und wenn wir jetzt eben das und das und das tun und du nur noch diese Teilmenge buchst, dann zahlst du vielleicht anstatt 10 Euro TKP 13 Euro TKP. Ja? Aber du erreichst sozusagen, wenn du jetzt mal guckst, was kostet dich das Erreichen von 1.000 Leuten in deiner Zielgruppe, zahlst du halt weniger. Ne? Also ich meine, diese Argumentation ist ja für den Branding-Bereich genauso relevant. Und das sieht man ja auch, ich meine, wie gesagt, habe ich ja gerade schon gesagt, weshalb macht WPP und Omnicom und so weiter, wieso machen die Trading Desks, wieso machen die Targeting-Töchter, weil die das offensichtlich genauso sehen. Ne? Also dementsprechend finde ich das eigentlich sehr, also das hat eigentlich mit Performance jetzt hier nichts zu tun, sondern es ist ja einfach nur eine Technologie, die mir erlaubt, Nutzer zu flaggen und Nutzer zu targeten. Und was jetzt die Nutzereigenschaft ist, also ob der jetzt einen bestimmten Buying-Intent hat oder ob der jetzt einer bestimmten Zielgruppe zugehörig ist, das hat ja erst einmal sozusagen mit RTB nichts zu tun. Ne? Das ist ja eine neutrale Technologie, die eben den Zugang zu bestimmten Nutzergruppen erlaubt. Also insofern, ja. Das einzige Problem ist natürlich, dass bei Branding-Advertisern wahrscheinlich häufig die Schwelle zu diesem technologischen Aspekt hier mental noch mal ein Stück weit größer ist. Ne? Also ich glaube, für einen Performance-Advertiser, der halt immer schon mit SEM gearbeitet hat und mit irgendwelchen Bid-Management-Tools und so weiter, für den ist das natürlich eine leichter verdaubare Materie als für jemand, der jetzt klassischer Branding-Advertiser ist. Was dazu natürlich noch kommt, ist die Angst der Branding-Advertiser vor dieser Vielfalt an Tausenden und Zehntausenden an Publishern. Ne? Also das ist aus der Performance-Perspektive ist ja wunderschön, dass wir heutzutage auf zigtausenden von Webseiten laufen und deren Performance analysieren können, aber
wenn man die Geschichte einem Brand-Advertiser erzählt, kriegt er natürlich auch schnell mal erstmal Angst und sagt, ach du Scheiße, wie viel davon sind Pornoseiten? Ja, das ist ja schon die Performance kann ja trotzdem gut sein. Nee, also blöd. Das sagst du aber. Nee, aber ich glaube, das sind ja Probleme, die sind ja lösbar. Ne? Also sozusagen, ich kann ja Webseiten klassifizieren und so weiter. So, und diese mehr, die man ja häufig hört, ich bin ein Portal, deswegen ist der Nutzer, der mich besucht, hochwertiger. Ja. Ja? Da habe ich jetzt ehrlich gesagt, die Kausalität habe ich noch nicht verstanden. Ne? Also sozusagen, dass ich jetzt keine Lust habe, auf dem Porno-Umfeld irgendwie zu laufen als Advertiser, 100%. Ne? Aber sozusagen diese Story, die man ja immer hört, ich bin BMW und dann bin ich auf einer Seite, wo der BMW gerade gegen einen Baum gefahren ist und das Kind gestorben. Ja? So, also die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, die ist ja schon hochgradig unwahrscheinlich. Ne? So, insofern, und ich glaube, dieses alles, was dazwischen liegt, ist zumindest unsere Wahrnehmung, also in Performance und Werbewirkung kann man kein, also es ist schon so, dass Portale häufig besser sind, weil sie frische Nutzer haben. Und gerade wenn ich sowas habe wie, sagen wir mal, T-Online, dann habe ich eine bestimmte soziodemografische Zielgruppe, die sehr gut ist. Oder auch von mir ist ein UIM. Deswegen performen die von mir aus besser. Aber das sind ja die soziodemografischen Eigenschaften der Nutzergruppe, die predikten, dass die Performance besser ist und nicht, weil das Ding ein Portal ist, sozusagen. Ja? Also so die Eigenschaft einer Seiten- oder die Zugehörigkeit zu einer Seitenklasse hat, glaube ich, keine Relevanz. Und ich glaube, das ist so ein diffuse Mehr, die man auch mal so ein bisschen rauskriegen muss beim Branding-Advertiser. Also solange das Umfeld nicht totaler Schrott ist, gibt es jetzt keinen Grund, weshalb der Nutzer schlechter sein sollte. Sieht man ja auch an Retargeting. Ja? Also das läuft ja überall ähnlich gut. Aber es ist ja auch wieder ein Beispiel dafür, dass der Kontext auch in Zukunft ja nicht irrelevant wird, weil, wie du schon sagst, bestimmte Portale und bestimmte Arten von Seiten ziehen dann eben auch wieder bestimmte Soziodemografien an. Das heißt, auch aus der Perspektive spielt es natürlich auch immer in Zukunft eine Rolle und hat es immer irgendwie auch einen Sinn, dass ich auf dem Automagazin meinen BMW bewerbe. Ja? Also dagegen spricht sicherlich nichts. Wir ergänzen das ja eher nur um dieses Nutzerprofil-Targeting, aber das Kontextthema verschwindet ja trotzdem deswegen nicht. Nee. Auch vor allen Dingen nicht als Signalgeber. Ne? Das ist immer nochmal. Also wenn jemand natürlich bei einem Autoportal ist, dann kann ich den ja auch nochmal auf anderen Seiten targeten. Und wieso soll denn der Autoportal-Besitzer dafür kein Geld kriegen? Ja? Also das ist ja sozusagen meine These. Ich sage nur, verkauf nicht nur dein Inventar, sondern markier den Nutzer. Und dann kann der Autoportalbesitzer eben auch noch mitverdienen an den Daten. Und meine Hoffnung wäre eben, wenn sowas in Gang kommt, dass er damit genauso viel Geld verdient wie vorher. Ja? Also idealerweise sogar noch mehr. Eine letzte Frage hätten wir noch. Ja. Jetzt wurde ja häufiger mal von dir der Widerspruch auch aufgezeigt zwischen Umfeld, also Umfeldbuchung und der Audiencebuchung. Gerade weil wir jetzt den Aspekt Branding hatten vorhin. Inwieweit ist es denn doch ein Unterschied, den datenbasiert getaggten Nutzer auf einem günstigen Umfeld zu erreichen, also die Werbung dort auszuspielen im Vergleich zu der vorhin genannten Pornoseite? Also gerade fürs Branding, ist da vielleicht noch ein zusätzlicher Upside für die Brandingwirkung erkennbar? Also wir hoffen natürlich als Publisher darauf. Ja. Also das wird mit Sicherheit so sein. Also was man ja schon merkt ist, wenn jetzt ein ganz extremes Beispiel, ich zeige Werbung in einem Social Network, ne? Obwohl der Nutzer oder in einer sehr PI-starken Seite, ne? Also was ich, gutes Beispiel früher, das gibt es ja jetzt kaum noch, aber StudiVZ, wenn sie da Werbung geschaltet haben, obwohl das ein relevanter Nutzer war, weil er natürlich lieber die Mädels von der letzten Party angucken wollte, war die Klickrate aus Banner relativ gering. Ne? Und wahrscheinlich dementsprechend auch die Aufmerksamkeit und die Werbewirkung. Also es ist schon so, dass der Kontext natürlich noch einen Einfluss auf die Werbewirkung hat. Ja, das ist mit Sicherheit so, aber das wäre für mich halt eine Variable, die sozusagen die in den spezifischen Wert dieser Impression einfließt. Das heißt, wenn jetzt der Kollege, ich tagge den Nutzer als Finanzinteressierten, dann bin ich sicherlich auf einem T-Online bereit, für den mehr Geld zu bezahlen, weil ich da weiß, dass die Klickwahrscheinlichkeit bei einem T-Online deutlich höher ist als in einem Social Network. Ne? Wenn dann noch eine Branding-Übertragung dazukommt, also wenn ich jetzt, ich laufe auf Vogue, sage ich jetzt mal, ja, also dann ist es noch so, dass irgendwie ein Branding-Übertrag von einem Vogue da ist, wenn ich jetzt irgendwie ein Average-Portal habe, sage ich jetzt mal, gute Frage, nett, ne? Da gibt es sicherlich keinen Branding-Übertrag in irgendeiner Form. Also ich glaube, wenn ich eine sehr starke Marke bin als Publisher, dann wird das sicherlich so sein. Ne? Aber das müsste man halt auch nochmal quantifizieren, wie hoch das eigentlich ist. Also das kann man mit Sicherheit auch quantifizieren. Also ich habe es noch nie gemacht, aber ich bin mir sicher, dass sozusagen gerade so Marken wie jetzt, was ich, ein Vogue oder von mir ist auch eine Bunte oder so, halt, oder Brigitte, die werden mit Sicherheit ein gewisses Premium rechtfertigen auf einen Nutzer, für den ich auf gute Frage nett vielleicht dann 40% weniger bezahlen würde. Allein, weil es eben die Marke ist. Aber das finde ich sozusagen, ist dann eigentlich Aufgabe des Publishers, das zu verifizieren, ja? Wie viel das eigentlich ist. Weil, also für mich als Advertiser, wie Thomas ja auch gerade sagte, ich laufe da auf 1000 Seiten
da herauszufinden, was jetzt sozusagen die sind, wo ich eigentlich bereit wäre, ein Premium zu bezahlen, weil der Branding-Übertrag da ist, ist für mich natürlich extrem schwer. Ne? Das heißt, eigentlich müsste ich als Publisher hingehen und sagen, ich mache mal 5 Case Studies, wo ich nachweise, 1000 Impressions bei Brigitte oder bei Vogue oder keine Ahnung, die sind mehr wert als 1000 Impressions auf gutefrage.net. Das wird wahrscheinlich so sein. Wie viel das ist, I don't know. Aber wäre mal eine interessante Frage. Ne? Absolut. Fürs nächste Jahr. Kannst du nächstes Jahr mitbringen. Hast du bestimmt bis nächstes Jahr erforscht. Ja. Haben wir noch eine allerletzte Frage. Freut sich das Project A Datenteam schon, diese Frage mal streng wissenschaftlich auszuwerten. Ja. Haben wir noch eine allerletzte Frage? Auch sehr gut. Dann können wir fast noch pünktlich in die Kaffeepause gehen. Aber vorher nochmal einen dicken Applaus für Florian Heinemann. Vielen Dank. Okay.